guten Rutsch ins neue Jahr. Auf Wiedersehen. Zu weiterer fröhlicher Unterhaltung schalten wir um nach Hamburg. Guten Abend, meine Damen und Herren. Der NDR wird Ihnen jetzt, wenn Sie nichts dagegen haben. Ich habe mir, als ich mit meinem Vorschlag, den fernsehfreien Ruhetag zu machen, niemals vorgestellt, dass es ausgerechnet der Silvesterabend sei. Ich bin doch nicht bescheuert. Sehen Sie, ist doch gar nicht so schlimm, oder? Die Berichterstattung darüber war sensationell aufgebauscht. Wenn Sie das auf den wahrheitsgemäßen Kern reduzieren, dann sitzt der, wie wir alle, jeden Abend vor der Fernsehglotze. Wie schön, dann können wir ja jetzt anfangen. Also, meine Damen und Herren, für Sie, für Sie, für Sie, für uns alle heißt es heute Abend... Was uns heute gelingt, gelingt uns auch im nächsten Jahr. Denn auch im nächsten Jahr, nicht wahr, das ist doch jedem klar. Da kommt was auf uns zu, da steht uns was bevor. Aber nun, es geht schon gut mit auf den Zeit für mich. Wo sind denn eigentlich jetzt die Prominenten? Hier drin. Ich sage Ihnen, sensationell. Was? Die Wirkung. Ein Gläschen von dem oder von dem. Und Sie reden genauso wie der oder der oder der oder der. Am besten, Sie probieren es gleich mal aus. Ich habe hier einen Adenauer Spätlese. Sehr trocken. Sehr alter Jahrgang. Zum Wohl. Das schmeckt ja. Die werden einem ganze Engelscharen auf die Zunge, na, Sie wissen schon. Ich kann überhaupt nicht verstehen, dass die Sowjets immer so scharfes Zeug hinunterkippen. Bitte nichts gegen die Sowjetunion. Ich selber habe das Bolschoi-Ballett gesehen und es hat mir nicht geschadet. Habe ich jetzt gern ein bisschen milder. Wollen Sie Ihren Wein verdünnen? Um Gottes Willen, bitte machen Sie keine Experimente. Vergessen Sie nicht. Ich bin keine 80 mehr. Darf ich Ihnen aus Anlass eine Lage spendieren? Meinen Sie das ernst mit der Lage? Die Lage war noch nie so ernst. Ding, 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 ding
jeder singt bei uns an der Woderkant. Hummel, 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 Hummel mit Humor. Doch man singt ja meist alles anders heute. Hummel, 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 Hummel mit Humor. Und zwar Englisch mit deutscher Gründlichkeit. Hummel, 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 Hummel mit Humor. Davor. Ob im Osten oder Westen, mit Humor geht es am besten. Hummel, 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 Hummel mit Humor. Also Kinder, nehmt, wie sich die Zeiten ändern. Hört mal zu, zum Tanzen zieht man heute Rollschuh an. Hummel, 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 Hummel mit Humor. Neulich auf dem Ball kam zu mir ein Mann. Hummel, 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 Hummel mit Humor. Gnädige Frau, sprach der so ganz geschwollen. Hummel, 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 Hummel mit Humor. Darf ich Sie zum nächsten Tango rollen? Hummel, 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 Hummel mit Humor. Hooray, hooray, it's a holly, holly day. Ob im Osten oder Westen, mit Humor geht es am besten. Holly, holly day. Tja, und denn noch was. Passen Sie mal auf. Das Kabelfernsehen, so sagt man, sei. Hummel, 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 Hummel mit Humor. Auf dem Fernsehsektor der neueste Schrei. Hummel, 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 Hummel mit Humor. Auf Songquatsch, das sollten Sie gar nicht hören. Hummel, 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 Hummel mit Humor. Denn seit Jahren schon sieht man die Kabel fern. Hummel, 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 Hummel mit Humor. Hooray, hooray. Nur mal Schluss mit dem Holiday. Sing mal richtig Hummel, Hummel. Hummel, Hummel. Nee, nicht Hammel, sing Hummel, Hummel, Hummel mit Humor. Hummel, Hummel, Hummel mit Humor. Mit Humor, mit Humor, kommt uns alles leicht davor. Ob im Osten oder Westen, mit Humor geht es am besten. Hummel, 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 Hummel mit Humor. Hummel, Hummel! Also, meine Herren Fachmann, auch ich möchte Ihnen ein Ständchen bringen. Dazu muss ich mir natürlich auch die Kehle ein bisschen anfeuchten. Ja, wie wär's denn mit dem klaren Tichtmeier? Oh ja, da müsste ich schon einen ganzen Pott voll haben. Da kriegen Sie sogar einen ganzen Ruhrpott voll. Zum Wohl. Na denn, Prost. 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 Also, Herrschaften, ne? Sie kennen ja alle diesen Edelschamson, ne? Was die Oma immer so gerne am Hören ist, nicht? Dieser in Anlehnung an diese griechische Weinscheibe, ne? Das ist also ehrlich dieser Bottropper Bier, ne? Das ist also ein Edelschamson mit Erfolg gekrönt hier, ne? Bloß, wie gesagt, da fehlt das wegen der Begleitung, ne? Da ist also diese ganze Tsuzukis und Ukulele hier, was die Griechen da machen, ne? Da ist die Herrschaft hier für diese Silvestermucke ein bisschen teuer, oder? Ne? Also, sind wir hier mal also am Überlegen, was wir da singen lassen und dann lieber eine Quizfrage. Also, Herrschaften, hören Sie her, bilden Sie mal einen Satz mit Wamama und Hatata. Ja, da sitzen alle Blöde am Gucken hier, also will ich mal selbst in die Wege leiten. Also, gestern waren wir mal bei Schalke gewesen, hat das da geregelt. Ja, noch ein Tichtmeier? Also, ist das nicht ein bisschen viel Schleichwerbung hier? Da müssen Sie erst mal das amerikanische Fernsehen sehen, wenn das bei uns Mode wird. Da kommt was auf uns zu. It's a Western time! Oh, the Homer Water is so fresh and healthy great. Mir macht Wien nichts aus, denn ich habe gegen Quick-Free-Halsbonbons dabei. So, den ganzen Tag die Sonne lacht und ein Regen schnell vorübergeht. Und wenn er nicht vorübergeht, ein trockener Whisky von und Fizzle hilft über nasse Tage hinweg. Da homagoles Mädchen gibt's so wunderschön. Schön durch Softy Crafty Hautöl. Softy Crafty, können Sie glauben, macht aus Rosinen wieder Traumen. Keiner kann den Girls dort widerstehen, komm und. Halt, das ist mein Girl. Hast du gesehen, wie er fiel? Das und nie mehr zurück. Da
das alte Jahr rüstet sich zum Gehen. Schade, schließlich war man so daran gewöhnt. Man sollte jetzt nicht fragen, was schlecht, was schön. Denn es sagt uns gleich auf nimmer Wiedersehen. Das neue Jahr wartet vor der Tür. Darum ziehen auch wir uns langsam jetzt zurück. Doch schnell bevor wir gehen, noch einmal Dankeschön.
Willkommen 1980. Wir wünschen Ihnen ein glückliches neues Jahr. Die 70er Jahre sind vorbei, ein ganzes Jahrzehnt. Aus diesem Anlass bringen wir einen Rückblick auf einige Höhepunkte der Unterhaltungssendungen der ARD in den Jahren von 1970 bis 1979. Jedes Jahr fragen wir, wie wird die Welt von morgen, wird sie besser für uns oder nicht? Doch wohin